Ja, schönen guten Tag, Frau Döring. Sie sind von der Hochschule in Eberswalde und haben das Netzwerk Naturaktiv in den letzten Monaten, seit Ende September, glaube ich, begleitet, um die Knotenpunktwegweisung in Brandenburg näher zu beleuchten. Herausgekommen ist, wie ich und auch wie viele Partner finden, ein praktischer Leitfaden, der auch schon in einigen Punkten in Anwendung kommt. Und ich würde Sie ganz gerne ein paar Fragen nochmal zu Ihrer Arbeit und zur Knotenpunktwegweisung fragen. Meine erste wäre, wie war denn so die Zusammenarbeit mit den Partnerinnen im Land Brandenburg? Wie haben Sie das so empfunden? Also zuerst kann ich erstmal sagen, das ist jetzt Ende September ist es gestartet, das heißt mitten in der Corona-Geschichte. Das heißt, das ist tatsächlich sehr viel online gewesen. Dadurch ist so ein bisschen geprägt, glaube ich, dass der Austausch vielleicht nicht ganz so perfekt war, wie er hätte sein können, wenn es offline gewesen wäre. Aber in Anbetracht dieser Tatsache trotzdem, dass es alles oder vieles online war, habe ich das alles als sehr produktiv und alle als sehr aufgeschlossen wahrgenommen und auch alle als sehr interessiert an dem Thema und auch, dass alle sich irgendwie einen größeren Austausch wünschen. Und auch wenn ich irgendwie eine Frage hatte zu bestimmten Themen oder irgendwie von einer Person besonders was wissen wollte, waren irgendwie alle immer sehr, sehr hilfsbereit und haben sich direkt angeboten, da mir weiterzuhelfen und Rede und Antwort zu stehen. Und genau, also ich hatte den Eindruck, dass sowieso schon relativ viel gut vernetzt ist und dass es einfach alles ein sehr offener Austausch irgendwie möglich ist. Und Sie sind ja sehr tief in das Thema Knotenpunktwegweisung abgetaucht. So aus Ihrer Warte und aus Ihrer Sicht, also ich glaube, bis auf die Planer im Augenblick und die Leute, die das installiert haben und auf den Weg gebracht haben, hat sich kaum jemand so tief mit dem Thema beschäftigt wie Sie. Was würden Sie so sagen, was sind die wesentlichen Vorteile der Knotenpunktwegweisung? Aber welche Sachen gibt es zu bedenken oder wo sehen Sie vielleicht auch Nachteile? Ich fange jetzt mal mit dem Positiven an. Der größte Vorteil, glaube ich, was auch viele wahrscheinlich schon gehört haben, dass es einfach so besonders flexibel einsetzbar ist. Also dass, wenn man nach Knotenpunkten fährt, einfach sich halt seine Routen selbst zusammenstellen kann und da auch, dass es, also es ist quasi für alle flexibel. Also es ist für die Kundinnen, also für die Leute, die Urlaub machen, halt besonders flexibel. Es ist aber auch für die Leistungsträger flexibel. Also sie können sich selber eigene Routen zusammenstellen. Wenn bei ihnen vor der Haustür jetzt nicht direkt was ist, dann können sie halt selbst schnell eine Route machen. Es ist aber auch für die Region flexibel. Also die können auch auf Veränderungen besonders schnell reagieren und neue Themenvorschläge machen. Und auch saisonale Routen zum Beispiel oder neue Themenrouten schnell erarbeiten. Und es ist aber auch für die Anwohnenden besonders flexibel. Also man kann, es ist quasi für alle Zielgruppen und für alle Akteure und Interessensgruppen irgendwie, können damit gut arbeiten. Das ist, finde ich, ja, ein sehr großer Vorteil. Dann ist es noch, dass das Netz, also das Fahrradwegenetz sehr schnell vergrößert werden kann durch die Knotenpunktwegweisung. Es entstehen ja krass viel mehr Radwegekilometer einfach dadurch. Da kann ich gleich auch nochmal zu einem Nachteil kommen. Es entsteht natürlich ein gewisser höherer Pflegeaufwand dadurch einfach, weil man auch da sagen kann, das andere Netz muss natürlich auch gepflegt werden. Also der Pflegeaufwand ist ein bisschen größer, aber ist jetzt nicht enorm viel größer, genau. Dann gerade für Brandenburg ist es interessant, weil es also die Knotenpunktwegweisung besonders ja auch die Zielgruppe von Regioradlern und Freizeitradlern anspricht, also von Leuten, die zum Beispiel Tagesausflüge entweder aus der Region oder aus Berlin machen. Für die ist es besonders hilfreich. Oder halt auch für die Regioradelnden, also die Leute, die in einer festen Unterkunft bleiben und dann von dieser Unterkunft irgendwie 5 Tage lang verschiedene Reisen machen. Und dann ist es natürlich besonders gut, dass es auch die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Routen zu machen und nicht nur die zwei, die es sowieso vielleicht schon vorher in der Region gab, wird es denen nicht so schnell langweilig. Genau, ein weiterer noch, dass es einfach in Deutschland noch gar nicht so weit verbreitet ist, kann man so ein bisschen als Standortvorteil für Brandenburg einfach nutzen, dass es, genau, um sich als aktiv touristische Region noch ein bisschen profilieren. Und was jetzt auch während des Projektes, finde ich, sehr deutlich wurde, dass es nochmal den Austausch unter den Akteuren und Akteurinnen sehr fördern kann. Also zwischen den Regionen, aber auch zwischen den Regionen und den Landkreisen, aber auch nochmal den Leistungsträgern und also es ist ja
bietet einfach sehr großes Potenzial, nicht nur die Radwege, sondern auch die Menschen untereinander zu vernetzen. Und wenn Sie Ihre Arbeit nochmal so Revue passieren lassen, so was sind so für Sie und für die Akteure in Brandenburg so, was würden Sie sagen, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse? Ja, glaube ich, würde ich jetzt also als erstes nochmal auf jeden Fall auch auf diese, was ich eben schon meinte, die Kooperation nochmal zurückkommen. Also, das ist wirklich, wie enorm wichtig das ist, dass man auch zusammenarbeitet. Also, Kooperation statt Konkurrenz, dieses schöne Stichwort. Dass alle voneinander irgendwie lernen können und dass auch die, die es schon länger eingeführt haben, noch von denen lernen können, die es jetzt gerade erst einführen, zum Beispiel. Also, dass da einfach wirklich ein reger Austausch passiert und auch, dass, wie wichtig es ist, quasi, dass nicht nur Reiseregionen untereinander reden, sondern auch sich quasi in kleineren Gruppen nochmal treffen mit ihren Leistungsträgern, um da nochmal irgendwie die Sichtweisen, um einfach alle Sichtweisen mit einzubeziehen und wie ja alle davon im Endeffekt dann profitieren können. Genau. Das zweite wichtige, dass man quasi wenig Einfluss darauf hat, was zum Beispiel bei der Digitalisierung so passiert, also OpenStreetMap und so, es wird sowieso, also wenn man mal angenommen, man hat jetzt alle Knotenpunkte aufgestellt und dann kommen, ob man das nun will oder nicht, kommen Privatpersonen und pflegen diese Netz, also diese Punkte in OpenStreetMaps ein und dass es da einfach wichtig ist, diesen Prozess aktiv zu begleiten, weil der bietet ja auch enorme Vorteile. Aber dass es da einfach wichtig ist, dass man da dran bleibt und irgendwie guckt, was passiert hier mit meiner Region und wie aktiv sind die Leute und da ja auch einfach eingreift in diesen Prozess. Das ist mir nochmal aufgefallen. Und dann als letzten Punkt, was irgendwie ja, so ein bisschen banal klingt, aber was ich wirklich irgendwie wichtig fand, ist einfach nochmal zu, oder was mir halt aufgefallen ist, dass es so quasi Knotenpunkt, Wegweisung, so zwei verschiedene Zukunfts fähige Sachen quasi hat. Also zum einen, dass es halt gut ist für OpenStreetMaps und Digitalisierung und dass die Leute zu Hause, wenn das alles ordentlich eingepflegt ist, das ist natürlich die Voraussetzung, zu Hause ihre Routen selber planen können, was ja wirklich immer mehr zunimmt, dass Leute das mit so Routenplanern zu Hause selbst machen und dann aber vor Ort das offline auch nutzen können. Also es gibt ja jetzt diesen neuen Trend, Digital Detox, dass die Leute quasi, wenn sie in der Natur sind, dann aber ihr Handy auch gerne mal beiseite packen wollen. Und dass das einfach quasi das beides verbindet. Zu Hause kann man planen und unterwegs kann man dann einfach nur nach den Punkten fahren und hat ja auch immer diese Karte noch vor Ort. Da braucht man dann wirklich sein Handy nicht mehr. Das fand ich nochmal irgendwie, ja, eine schöne Erkenntnis. Genau, weil wichtig zu sagen, das ist ja auch ein großer Teil der Arbeit, ist, dass OpenStreetMap ja die Grundlage ist für viele Routenplaner. Und wenn da ein Radwegenetz nicht enthalten ist, dann kommt es halt auch in Routenplanern nicht vor. Und deswegen war das, glaube ich, nochmal sehr, sehr augenöffnend, auch die Diskussion, die wir dazu geführt haben. Genau. Und ja, Ihre Arbeit. Aber der Prozess an der Arbeit hat sich ja, der ist nun quasi vorbei. Was würden Sie denn so uns Brandenburger Akteuren jetzt aktuell mit auf den Weg geben für die nächsten Monate, was das Thema angeht? So ganz übergreifend erstmal, das quasi auch wirklich für sich zu nutzen. Also, manche Regionen poppt es jetzt so auf, jetzt gibt es die neuen Punkte oder jetzt, oh, jetzt gibt es OpenStreetMap und das ist alles irgendwie, ja, das ist alles toll, dass es da ist, aber es kostet natürlich irgendwie auch Zeit, das alles einzupflegen und neue Routen zu erstellen und die Website vielleicht zu erneuern und so. Aber da einfach wirklich sich die Zeit zu nehmen, weil ich glaube halt, dass es sich lohnt. Also, kann ich mir vorstellen, so, also, ja, genau. Sich einfach wirklich die Zeit dafür aktiv zu nehmen, das auch wirklich zu nutzen und nicht so nebenher schleifen zu lassen, so ein bisschen. Genau. Dann, das hatte ich jetzt auch schon mal gesagt, aber wirklich alle Akteure mitnehmen, also auch nochmal in kleineren Gruppen vielleicht mit den Leistungsträgern sprechen, was brauchen die eigentlich? Oder wenn man es jetzt neu einführt, so eine Leistungsträgerfahrt, also einfach mal die Punkte abfahren mit den Leistungsträgern, wie das ist wirklich so ein offener Prozess, dass man immer alle mitgenommen werden. Dann wichtig noch, fand ich wirklich, sich einfach auf OpenStreetMaps einzulassen, da irgendwie nicht so ein bisschen ängstlich zu sein. Ja, es ist eine neue Sache, aber es ist tatsächlich auch kein Hexenwerk. Also das kann man sich
einlesen. Ich hatte auch gar keine Ahnung von OpenStreetMaps, bin jetzt auch immer noch keine Expertin, aber es ging wirklich schnell, da so ein bisschen einfach so ein bisschen reinzukommen. Und auch quasi hartnäckig zu bleiben. Also wenn jetzt irgendwas nicht so ganz am Anfang klappt, weil, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Strukturen ja nicht immer super schnell funktionieren oder so, aber einfach dran zu bleiben, weil es lohnt sich dann doch. Genau. Und ein wichtiger Punkt noch, das ist natürlich jetzt hauptsächlich für die Region, die es jetzt gerade erst einführen oder gerade neu machen, aber auch die anderen, wenn sie keine Ahnung, neue Ideen damit haben, immer die Presse mitzunehmen, weil es sich irgendwie auch gezeigt hat, einfach, ja, dass lokale Zeitungen sich dafür auch interessieren und einfach irgendwie eine kurze Pressemitteilung zu schreiben und genau das so ein bisschen damit nochmal zu pushen. Ja, danke sehr. Genau, also abschließend kann ich sagen, ich durfte ja die Arbeit betreuen, und ja, wir beide haben immer ganz gut, hatten einen wöchentlichen Austausch und haben uns fachlich auch ganz gut ausgetauscht. Also mir hat es total Spaß gemacht, und ich glaube, da kann ich für alle Partner sprechen, die involviert waren. Auch bei dem Workshop im Oktober in Königs Wusterhausen, dass das nochmal so einen wirklichen Anschub für das Thema und überhaupt für den Radtourismus in Brandenburg gegeben hat. Haben Sie vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, auch mit Ihnen und auch mit den ganzen anderen Akteuren. Und ja, für mich war auch gerade der Kick-off-Workshop in Königs Wusterhausen tatsächlich interessant, weil ich da auch alle mal dann das erste Mal live, also das erste und das letzte Mal, aber immerhin alle auch wirklich einmal live getroffen habe. Und auch die Arbeit im Netzwerk Naturaktiv fand ich tatsächlich auch sehr interessant, da mal Einblick zu bekommen, wie überhaupt dieses Netzwerk arbeitet und